Nicht jeder ist Langfrist-Fan und wir haben ja auch in naher Zukunft einmal in der Woche und dann vor allen Dingen in der nächsten Woche, wenn es auf Weihnachten zugeht, auch eine sehr spannende Witterung und die verfolgen wir natürlich und wir haben den Nullerlauf zu besprechen, den Sechserlauf und den Zwölferlauf ganz kurz, was Heiligabend angeht. Das Wichtigste in Kürze. Grüße Sie und grüße euch. Wir haben mit dem Nullerlauf folgende Situation. Achtet mal bitte immer auf die schwarze Linie, die sogenannte 552er. Das ist so eine Treppchenform, die zu Weihnachten kommen wird. Das bedeutet, das wird eine sehr unstete, eine sehr unbeständige Wetterlage sein. Mal mit einem Trogvorstoß, dann wird das platt gebügelt von Westen her mit milder Luft und dann kommt der nächste Trogvorstoß. Und der sogenannte Nullerlauf hätte eben die große Kälte im Norden gebracht. Wir wären da in einer West- bis Nordwestströmung mit Schnee im Südosten, der da liegen würde, an Heiligabend zur Bescherung. Der sogenannte Sechserlauf zeigt auch einen abziehenden Trog, dann kurz eine Westlage und dann käme von Norden der nächste Polarluftvorstoß, wieder mit Schnee, dann allerdings nicht an Heiligabend, sondern an den Weihnachtstagen. Auf jeden Fall dann mal mit Schnee. Der Heilige Abend würde zur Bescherung in der Mitte und im Süden ein bisschen Schnee bringen. Und der Zwölferlauf, der übrigens sehr wild ist, hätte auch erst einen Trogvorstoß, dann wieder zu Heiligabend eine kurze Westlage, ehe zu Weihnachten der nächste Trogvorstoß kommen würde, allerdings immer wieder mit Wind. Das Tiefland würde sich da schwer tun, aber das Berg- und Alpenvorland hätte Schnee ohne Ende. Und so sähe es hier dann an Heiligabend nach dem Zwölfer aus. Das wird in jedem Lauf anders aussehen. Jetzt kann man nicht sagen, oh, jetzt ist wieder alles abgeblasen. Nein, 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 nein. Das ist die Großwetterlage, die Struktur, die da so kommen wird. Und wir tasten uns ran und das macht ja auch Spaß, diese Zusammenschau, diese Synoptik zu machen. Jetzt steht erst einmal eine Menge Regen an. Der Schnee, der noch nicht geschmolzen ist, wird jetzt in den nächsten 2-3 Tagen schmelzen. Wir haben morgen früh zum Berufsverkehr im äußersten Süden Deutschlands, vor allen Dingen rund um den Hochrhein, den Bodensee und im Allgäu, jede Menge Regen. Ebenso in der Schweiz. Es schüttet hier wie aus Eimern. Ein weiteres Regengebiet zieht von den Niederlanden nach Niedersachsen, nach Bremen, nach Hamburg und auch nach NRW. Das alte Regengebiet im Nordosten ist abgezogen. Zum Nachmittag hin haben wir dann im Nordosten den Regen, am Alpenrand in der Schweiz und auch im Westen Österreichs regnet es immer noch. In den Hochlagen ist das Schnee, aber unten eben Regen. Und die Flüsse werden weiter gefüllt und es ist ja alles, alles nass. Jeder Tropfen, der von oben fällt auf eine Wiese, im Wald oder sonst wo, wird ja sofort an die Bäche und Flüsse abgegeben. Das heißt, da bahnt sich mehr und mehr Hochwasser an. Und am Dienstagmorgen steht im Südwesten schon wieder das nächste große Regengebiet an, das von den Vogesen reingezogen kommt nach Baden. Auch in der Schweiz regnet es wieder ohne Unterlass. Und zum Nachmittag, Abend hin zieht dieses Regengebiet als Regenband in die Südwesthälfte. Dahinter folgt wieder ein neues Regengebiet, das aus der Schweiz heraus in den Süden Baden-Württembergs ziehen wird. Also es regnet und regnet und regnet. Am Mittwoch haben wir im Norden den Regen und in Alpennähe. Und da ist schon wieder ein Klecks dabei mit Lila. Das heißt, es könnte zum Berufsverkehr am Mittwochmorgen gerade in Hamburg wieder Schnee geben. Es ist nur zu mild, dass der Schnee liegen bleibt, aber wenn da 1-2 Grad nochmal die Temperaturen runtergehen, könnte das zum Berufsverkehr eben dann Schnee geben und am Abend wäre das Ganze für Berlin der Fall. Da hätten wir dann oder am späteren Nachmittag. Gleichzeitig wird der Schnee auch wieder in den Alpen runterkommen bis unter 1000 Meter Höhe. Und dann ist Schluss mit dem vielen Niederschlag. Und noch eine Schneekarte, die allerletzte der Woche hier. Am Freitag wird es am Alpen-Nordrand ein bisschen unbedeutend schneien. Das ist alles kein Vergleich zu dem, was wir vor einer Woche hatten. Aber was bedeutend ist, das sind die Regenfälle, die da kommen werden. Rund um die Schweiz und im Süden Baden-Württembergs, im Süden Bayerns und im Westen Österreichs sind es verbreitet 70 bis über 100 Liter Niederschlag auf den Quadratmeter. Und jetzt ist der Schnee gut durchtränkt in tiefen und tieferen mittleren Lagen. Das heißt, das Wasser, das hier reinfällt, wird auch sofort abgegeben. Das sind jetzt die hochwasserrelevanten Niederschlagssummen, die da runterkommen werden. Zudem noch. Da wird es einige Flüsse ordentlich über die Ufer treten lassen. Der Meldestufe 2 wird es locker geben, vielleicht sogar 3 oder 4. Schauen wir kurz auf ein Ensemble für die Mitte. Hier geht es runter mit den Temperaturen nach dem Regen. Dann kommt dieser kurze Hochdruckblock, wo es auch mal trocken ist. Und nach dem Hochdruckblock in der dritten Adventswoche, wenn es auf Weihnachten zugeht, gehen die Läufe runter. Haupt- und Kontrolllauf sind relativ weit unten. Andere Läufe bleiben weiter oben. Der Schnitt ist unterm langjährigen Mittel und es kommen Niederschläge dazu. Und da ist ganz schön Musik drin, was da in der übernächsten Woche passieren soll. Das ist der 12er für den 20. Dezember.
vor Weihnachten kommt eine riesige Austrocknung mit hochreichend kalter Luft herangezogen. Danach am Freitag, das ist der 23., ein Tag vor Weihnachten, wir haben eben die Weihnachtskarte gesehen, da liegt dieses Schneetief genau über Mitteleuropa. Es würde Schneeschauer bis ganz runter geben. In einer anderen grafischen Darstellung sieht das noch viel markanter aus, dass hier eine Zunge von Polarluft nach West- und Mitteleuropa kommen würde und jede Menge Schnee brächte, aber nur in den Alpen, nicht im Flachland. Das wäre ein richtiger Alpenschneelauf. Schaut euch mal die Situation an am 20. Dezember um 1 Uhr in der Nacht. Das sind die Schneehöhen. Hier sehen wir Österreich, da sehen wir die Schweiz und hier den Süden Deutschlands. Vier Tage später, am 24. vom, wäre das da. Das wäre eine richtig große Schneeattacke dann von Petrus für die Wintersportgebiete. Ein absoluter Traum zum Start dann in die Weihnachtsferien. Bis morgen.